Ich rufe jetzt auf Tagesordnungspunkt 14, Setzpunkt der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs für ein Gesetz über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen Wohnraumförderung, Fehlbelegungsabgabegesetz, Drucksache 19 zu Drucksache 19 zusammen mit der zweiten Lesung Tagesordnungspunkt 13 des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zum Abbau der Fehlsubvention im Wohnungswesen, Drucksache 19 zu 19 und zunächst zur Berichterstattung Abg. Caspar. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen zu den beiden Gesetzentwürfen die Berichterstattung aus dem Ausschuss geben. Zunächst zu dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen. Hier hat der Ausschuss folgende Beschlussempfehlung gegeben. Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU, des BÜNDNISSES 90 die GRÜNEN und der FDP gegen die Stimmen der LINKEN bei Enthaltung der SPD den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Ich darf Ihnen dann geben den Bericht zu dem weiteren Gesetzentwurf, nämlich dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen Wohnraumförderung. Hier lautet die Beschlussempfehlung. Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU und des BÜNDNISSES 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der FDP bei Enthaltung der SPD und der LINKEN den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/2564 in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen Dank für die Berichterstattung. Als Erstes spricht Kollegin Feldmayer, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte zunächst einmal festhalten, die Einführung der Fehlbelegungsabgabe ist ein großer Erfolg für die schwarz-grüne Koalition in Hessen. Denn es zeigt, die Landesregierung unternimmt alle Anstrengungen zum Bau von Sozialwohnungen, die in ihrem Möglichkeitsbereich liegen. Die Landesregierung unterstützt mit diesem Gesetz die Kommunen, die das Geld zweckgebunden für den Wohnungsbau einsetzen müssen. Die Kommunen haben in der Anhörung im Ausschuss auch ganz, ganz deutlich gemacht, dass sie dieses Vorhaben unterstützen, ja, dass sie sehnlichst darauf gewartet haben, dass dieses Gesetz kommt. Und die Kommunen, auch das wurde in der Anhörung deutlich, haben in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit der Fehlbelegungsabgabe gemacht. Und dieses Instrument geben wir den Kommunen jetzt wieder zurück. Das ist eine sehr gute Nachricht, gerade für die Kommunen im Ballungsraum, wo die Zahl der Sozialwohnungen kontinuierlich zurückgegangen ist und wo dieser Trend jetzt zusammen mit allen anderen wohnungspolitischen Maßnahmen, die wir hier in Hessen ergreifen, gestoppt werden wird. In der aktuellen Situation mit den angespannten Wohnungsmärkten in den Ballungsgebieten bei gleichzeitigem Rückgang der Sozialwohnungen können wir es uns schlichtweg nicht leisten, die Fehlbelegungsabgabe nicht zu erheben und auf diese zusätzliche Einnahmequelle für die Kommunen zu verzichten. Die Fehlbelegungsabgabe müsste eigentlich Fehlsubventionierungsabgabe heißen, denn sie setzt genau da an, wo ein Subventionierungstatbestand nicht mehr gegeben ist.
und warum die FDP jedoch immer nach Subventionsabbau ruft, gegen den Abbau dieser Subventionierung ist, das konnte sie im Ausschuss auch nicht schlüssig argumentieren. Das Argument der FDP war oder ist oder war, die Fehlbelegungsabgabe sei ein Problem, weil sie ansonsten in den Quartieren, in den Vierteln, wo sie erhoben wird, zu einer sozialen Entmischung führe. Und dieses Argument löste sich in der Anhörung im Ausschuss in Luft auf. Die Vertreter der Kommunen haben dargelegt, dass sie diese Erfahrung einer sozialen Entmischung in den Jahren, als die Fehlbelegungsabgabe erhoben worden ist, nicht gemacht haben. Und das ist doch die Erfahrung aus der vielbeschworenen Praxis, auf die wir als Politiker hören müssen. Wer weiß es denn besser als die Kommunen, meine Damen und Herren? Und es wurde auch von der Sozialdezernentin der Stadt Darmstadt ausführlich dargelegt, dass es eben nicht so ist, dass die Fehlbelegungsabgabe nicht zu einer sozialen Entmischung führt. Denn es gibt sogar eine Umfrage in Darmstadt, warum die Menschen aus den Gebieten, wo die Fehlbelegungsabgabe erhoben wird, warum die ausziehen. Wir haben das dezidiert abgefragt. Und wissen Sie, wie viele Menschen als Grund angegeben haben, dass sie aufgrund der Fehlbelegungsabgabe ausgezogen sind? Das sind 0,2 % der Menschen. Also 0,2 % der Menschen haben angegeben, dass der Grund die Fehlbelegungsabgabe ist. Die Menschen ziehen also aus ganz anderen Gründen aus. Hier kann man also den Befürchtungen, diese Abgabe führe zu einer Entmischung und einer Destabilisierung der Quartiere, entgegentreten. Eine Destabilisierung von ganzen Quartieren oder Stadtteilen gibt es ja aber nicht aufgrund der Fehlbelegungsabgabe. Ja, es gibt Segregation in unseren Städten, aber nicht wegen der Fehlbelegungsabgabe, sondern weil bald nur noch Reiche und Gutverdienende in den angesagten Vierteln in unseren Städten wohnen können. Das ist doch die Segregation, um die wir uns kümmern müssen, meine Damen und Herren. Und genau das machen wir auch hier in der Landespolitik mit Schwarz-Grün. Mit der Einführung der Kappungsgrenzenverordnung und mit der Mietpreisbremse tun wir das. Und das ist ein weiterer wichtiger Baustein unserer Wohnungspolitik hier in Hessen. Die Mietpreisbremse haben wir immer wieder gefordert, denn die deckelt in sinnvoller Weise in den Lagen mit angespanntem Wohnraum die Mieten für neu vermietete Wohnungen. Hier gibt es nämlich die größten Aufschläge bei den Menschen, die eine neue Wohnung suchen, wo Menschen ausziehen aus einer Wohnung und wo dann neue Mieter kommen. Das ist weniger bei den bestehenden Mietverhältnissen, sondern bei denen, die eine neue Wohnung suchen, wo eine Wohnung frei geworden ist. Wenn man sich einmal die Wohnungsinserate in den Städten in Hessen anschaut, sei es in Frankfurt, sei es in Darmstadt oder Wiesbaden, dann kann man nur noch staunen. Dann frage ich mich manchmal schon, wer soll denn das noch bezahlen? Mieten zwischen 1.000 und 2.000 € für eine Dreizimmerwohnung werden da aufgerufen. Also die klassische Dreizimmerwohnung für eine Familie. Für 1.000 bis 2.000 €. Wer soll das bezahlen? Das kann kein Normalverdiener, das kann sich keine Familie leisten. Und deshalb ist es auch gut, meine Damen und Herren, dass wir in Hessen die Mietpreisbremse bekommen. Unser Ziel ist, dass in der Stadt, im Ballungsraum jeder wohnen kann. Und mit der Fehlbelegungsabgabe, der Mietpreisbremse und dem 1-Milliarden-Programm für den sozialen Wohnraum und für Flüchtlinge haben wir die Weichen in Hessen gestellt für dieses Ziel, damit sich hier wirklich jeder eine bezahlbare Wohnung in Hessen leisten kann. Und im Übrigen, mir ist gestern bei der Debatte zum Thema Flüchtlinge vorgestern und gestern aufgefallen, dass vielleicht ein Punkt zu wenig beleuchtet worden ist. Mit dem Wohnungsbauprogramm für sozialen Wohnraum und Flüchtlinge
werden wir hier in Hessen auch ein riesiges Konjunkturprogramm ankurbeln. Das ist, glaube ich, ein positiver Aspekt, den man in dieser ganzen Frage auch noch einmal dezidiert beleuchten sollte, meine Damen und Herren. Jetzt komme ich noch zu unserem Änderungsantrag, den wir eingebracht haben zum Fehlbelegungsabgabegesetz. Dieser Änderungsantrag hat sich aus der Anhörung ergeben. Die Kommunen haben hier deutlich gemacht, dass sie noch etwas mehr Vorbereitungszeit brauchen für die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe. Dem wollen wir selbstverständlich mit dem Änderungsantrag nachkommen, indem wir die Einführung der Fehlbelegungsabgabe auf den 1. Juli 2016 verschieben. Ich will aber noch einen Punkt zum Thema Fehlbelegungsabgabe deutlich machen. So wie das Gesetz angelegt ist, muss man erst ab 20% über der Einkommensgrenze überhaupt eine Abgabe zahlen und in jedem Fall auch nur bis zur Obergrenze, bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete, das auch nur in stufenweise gestaffelt. Also mit dieser Staffelung wird niemand aus seiner Wohnung verdrängt. Aber es wird mit dem Geld, mit der Abgabe, wird neuer Wohnraum in Hessen geschaffen werden für die Menschen, die es wirklich brauchen. Das ist das Grundprinzip der Fehlbelegungsabgabe, meine Damen und Herren. Dieses Gesetz ist also fair, es ist ausgewogen und es schafft die Grundlage für den Bau weiterer Sozialwohnungen in Hessen. Und das ist das, was wir dringend brauchen. Die Landesregierung handelt hier entschlossen und gleichzeitig mit dem nötigen Augenmaß in der Wohnungspolitik hier in Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat für die Fraktion DIE LINKE der Abg. Schaus. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit der Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe hat die Landesregierung endlich eine wichtige Forderung von uns aufgegriffen. Aber worum geht es dabei? Alle Personen oder Familien, die bei Einzug in eine Sozialwohnung eine festgelegte Einkommensgrenze nicht überschritten haben, können ohne zeitliche Begrenzung in dieser mit öffentlichen Mitteln subventionierten Wohnung bleiben, selbst dann, wenn sie viele Jahre später über ein weitaus höheres Einkommen verfügen. Und dann aber nehme ich keinen Anspruch mehr auf eine Sozialwohnung hätten, wenn sie sie neu beziehen würden. Diese, wie ich sage, Gerechtigkeitslücke gilt es zugunsten der derzeit 45.000 registrierten, wartenden, berechtigten Wohnungssuchenden so schnell als möglich zu schließen. Danke. Deshalb dürfen die zusätzlichen Einnahmen aus einer Fehlbelegungsabgabe auch nur für den Bau neuer Sozialwohnungen verwendet werden. Vor wenigen Wochen fand in unserem Hause die öffentliche Anhörung zu den vorliegenden Gesetzentwürfen von uns und von der Landesregierung statt. In der Tat, die Meinungen zu den Gesetzentwürfen zur Wiedereinführung waren geteilt. Da gibt es die Verbände, die für sich keinen unmittelbaren finanziellen Vorteil sehen oder für sich oder diejenigen, die lieber den gesamten Wohnungsmarkt weiter den Kräften der kapitalistischen Marktwirtschaft überlassen wollen. Und es gibt diejenigen, die die Fehlbelegungsabgabe verständlicherweise als zusätzliche Mieterhöhung verstehen und dabei übersehen, dass es eben diese Gerechtigkeitslücke gibt. Eine maßvolle Fehlbelegungsabgabe, die in der Lage ist, diese unumstritten bestehende Gerechtigkeitslücke bei der Belegung von Sozialwohnungen zu schließen, ist sinnvoll und richtig. Das ist unsere Überzeugung. Dass dabei in den Kommunen gleichzeitig auch finanzielle Mittel für den dringend benötigten Neubau von Sozialwohnungen erhalten, ist zusätzlich ein wichtiger Effekt, aber nicht unser zentrales Anliegen. Ich möchte auch daran erinnern, dass mit der
mit dem ersatzlosen Auslaufen des alten Gesetzes zum 30.06.2011 den Kommunen bisher Einnahmen von jährlich 18 Millionen € verloren gingen. Aufsummiert wären das also bis Mitte dieses Jahres bereits 72 Millionen €, die zusätzlich in den sozialen Wohnungsbau hätten fließen können. In der Anhörung am 17.10. dieses Jahres wurden von einigen Experten angemerkt, dass die Fehlbelegungsabgabe auch Mieterinnen und Mieter trifft, die knapp über der Einkommensgrenze zur Berechtigung auf eine Sozialwohnung liegen. Diesen Einwand darf man meiner Ansicht nach nicht einfach so vom Tisch wischen. Daher ist es wichtig, dass man die Einkommensgrenze so hoch ansetzt, dass niemand von einer Abgabe betroffen ist, der gerade so die Einkommensgrenze überschreitet. Wir haben genau aus diesem Grund bereits in unserem Gesetzentwurf die Pflicht zur Zahlung einer Fehlbelegungsabgabe erst ab einer Überschreitung von 50% festgelegt. Im Regierungsentwurf beträgt die Grenze hingegen nur 20%. Dies halten wir für deutlich zu niedrig angesetzt. Mit dieser geringen Grenze treffen Sie viele Geringverdiener und erfüllen damit genau die Befürchtung der Anzuhörenden und vieler derzeitigen Mieterinnen und Mieter. Die Höhe der Einkommensgrenze ist für uns eine zentrale Frage. Sie muss nachvollziehbar, begründbar und sozial ausgewogen ausgestaltet werden. Der Regierungsentwurf erfüllt diese Kriterien leider nur unzureichend. Frau Ministerin Hinz, Sie kommen mit Ihrem Gesetzentwurf leider erst 1,5 Jahre nach Ihren ersten Ankündigungen. Lassen Sie mich deshalb nochmals eine Anmerkung zu den Zeitläufen der vorliegenden Gesetzentwürfe machen. Wir haben unseren Gesetzentwurf zur Plenarsitzung am 16. Juli 2014 eingereicht. Der Gesetzentwurf der Landesregierung stammt vom 7. Juli dieses Jahres. Nun vermute ich, dass Sie uns Schnellschüsse vorwerfen und Ihre langsame Arbeit als sorgfältiges Vorgehen beschreiben werden. In der Expertenanhörung wurde allerdings Ihr Gesetz jedoch von kaum jemandem so richtig gelobt. Im Gegenteil, es gab reihenweise berechtigte Kritik im Detail an Ihrem Gesetzentwurf, also nicht bloß an der Fehlbelegungsabgabe als solche. So bedacht und sorgfältig kann also Ihre Vorlage nicht gewesen sein. Die Fehlbelegungsabgabe könnte längst wieder eingeführt sein. Stattdessen verlegen Sie mit Ihrem kürzlich jetzt eingereichten Änderungsantrag den Beginn der Abgabepflicht sogar noch weiter nach hinten, nämlich auf den 31.12.2016. Natürlich war die Verlegung der Einführung ein ausdrücklicher Wunsch der Kommunen, da der in Ihrem Gesetzentwurf vorgesehene Start am 01.07.2016 zeitlich für die Kommunen nicht mehr realisierbar ist. Aber so ist das eben. Nur wenn man früher anfängt, kann man auch früher fertig werden. Wer einen weiteren Beleg benötigt, mit welcher Randständigkeit das Thema Wohnungspolitik im zuständigen Ministerium behandelt wird, der bekommt mit diesem Gesetzentwurf der Landesregierung den Beleg. Die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe ist grundsätzlich zu begrüßen. Sie darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der seit Jahrzehnten massive Rückgang der Zahl von Sozialwohnungen endlich durch eine langfristige, massive Aufstockung der Fördermittel des Bundes und durch ein eigenes Landesprogramm für den Bau von jährlich mindestens 10.000 neuen Wohneinheiten erfolgen muss. Angesichts von 45.000 wartenden Familien und angesichts der noch größeren Zahl von Flüchtlingsfamilien müssen wir die öffentlichen kommunalen Wohnungsbaugesellschaften endlich stärken und ebenso wie die bestehenden Genossenschaften stärker unterstützen. Und das zum Schluss. Wir haben es gerade bei der landeseigenen Nassauischen Heimstätte in der Hand,
dass Sie sich für Ihren Gründungsauftrag vor über 90 Jahren besinnt, sich ausschließlich für die Bereitstellung von preiswerten Mietwohnungen zu kümmern. Das wäre auch ein Auftrag an die Landesregierung. Vielen Dank, Herr Abg. Schaus. – Das Wort hat für die Fraktion der SPD Herr Kollege Siebel. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat wird heute ein Fehler beseitigt, ein Problem gelöst, was wir ohne das Einknicken der CDU in der letzten Koalition nicht gehabt hätten, weil damals nach dem vielfachen Hin und Her, was es bei Schwarz-Gelb zum Thema Fehlbild, das war ja aus dem Tollhaus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da war erst einmal von Minister Posch angekündigt, man könne darüber nachdenken, die Fehlbelegungsabgabe abzuschaffen. Dann ist sie doch nicht abgeschafft worden. Dann ist sie aber dann doch wieder abgeschafft worden. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Kommunen wieder das ganze Verfahren neu aufbauen müssen. Also, das ist in der Tat ein Treppenwitz der Geschichte, den wir hätten einfacher gehabt haben können, wenn wir die Fehlbelegungsabgabe beibehalten hätten und sie einfach noch einmal überdacht hätten. Aber gut, nun sei es so. Heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, beschließen wir die Einführung der Fehlbelegungsabgabe, und es kommt damit wieder ein Stück Verteilungsgerechtigkeit zurück. Sie wird eingeführt in 16 Städten. Das ist ein gutes Ergebnis. Wenn man einmal anguckt, wie das in anderen Bundesländern ist, dann sind 16 Städte relativ viel. Das entkräftet auch ein Argument, das ich immer wieder ab und zu mal höre. Ja, Hessen sei ja das einzige Land. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen oder Sachsen-Anhalt die Fehlbelegungsabgabe einzuführen, trifft dort auf relativ wenig Kommunen zu. Das macht aber auch deutlich, wie eklatant das Problem hier in Hessen ist, wenn es immerhin 16 Städte auch betrifft. Es ist schon gesagt worden von Kollegin Feldmayer, dass die Fehlbelegungsabgabe, die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe in erster Linie ein Abbau von Fehlsubventionen ist. Ich verstehe auch nicht, warum die FDP an dem Punkt so spröde ist. Es ist doch in der Tat so, wir subventionieren den Einzug von Menschen, die es nötig haben, in preisgünstige Wohnungen. So, und wenn dieser Sachtatbestand, nämlich die niedrigen Einkommen, entfallen ist, dann kommt dieser Gruppe eine Fehlsubvention zuteil, und die abzubauen, ist, glaube ich, aus systematischen Erwägungen völlig richtig und nachvollziehbar. Ich verstehe es nicht, warum Sie da so spröde sind. Das Zweite, es wird in der Tat eine relevante Position an Mitteln für die Kommunen generiert. In Frankfurt waren das, also bevor Schwarz-Gelb die abgeschafft hatte, 5,4 Millionen € in etwa gewesen. In so einer Gemeinde wie Hofheim waren es 200.000 € gewesen. Also das ist schon etwas. Und damit werden die Kommunen auch tatsächlich Sozialwohnungen bauen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Argument, auch darauf ist schon eingegangen worden, was auch immer wieder benannt wird, aber nicht bewiesen wird, ist die behauptete Entmischung von den Quartieren. Das eine ist gesagt worden, fragte die Sozialdezernentin in Darmstadt, hat eine Erhebung gemacht. Es gibt eine Erhebung aus der Stadt Wiesbaden, die ist schon etwas älter her, Schelmengraben. Da ist es auch einmal untersucht worden. Kein Mensch, oder ich will es vorsichtig sagen, kaum ein Mensch verlässt ein Quartier, deshalb, weil die Fehlbelegungsabgabe erhoben wird. Das hat in der Regel immer andere Gründe. Man sucht eine größere Wohnung, oder man will es ansonsten mal woanders hin. Die biografischen Verhältnisse verändern sich. Das sind die Gründe, warum Menschen eine Wohnung wechseln und nicht die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe. Ich möchte aber vielleicht noch zwei Wermutstropfen auch einführen. Punkt 1. Die SPD hätte gerne gesehen, wenn die Fehlbelegungsabgabe abhängig gemacht worden wäre von der letztendlichen Entscheidung der Kommunen. Das ist uns erklärt worden, das sei aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht möglich.
Ich glaube, dass es in der Anhörung durchaus Ansätze gegeben hat, dass man es hätte möglich machen können. Und das Zweite, das ist das Problem mit der Einkommensgrenze. Also darüber streiten wir uns ja nun seit der Novelle des Hessischen Wohnraumfördergesetzes. Und Kollege Schaus, es ist natürlich mitnichten richtig, dass also sozusagen, wenn Sie das Schlechte heilen wollen, dann machen Sie es so, wie Sie es machen, und lassen es bei den jetzigen Einkommensgrenzen. Das ist aber falsch. Diese Einkommensgrenzen sind zu niedrig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind in Hessen bei 15.000 irgendwas für einen Ein-Personen-Haushalt und in Hamburg bei 17.000. Das sind die Dimensionen. Und deshalb wäre es richtig gewesen, im Sinne eines Artikelgesetzes die Einkommensgrenzen im Wohnraumfördergesetz anzuheben auf einen Stand von Regionen, die mit Frankfurt etc. vergleichbar sind. Man hätte das auch gerne regional staffeln können. Dazu gab es hinlänglich Vorschläge von der SPD. Das ist nicht vollzogen worden. Das ist schade, dass die Einkommensgrenzen nicht angehoben wurden, meine sehr verehrten Damen und Herren. So. Die Fehlbelegungsabgabe ist, das muss man aber auch sagen, ein Mosaikstein in der Bekämpfung von Wohnungsnot und auch in der Schaffung von Wohnungen für niedrige und mittlere Einkommen. Mit dazu gehört die Kappungsgrenze und die Mietpreisbremse. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Thema Mietpreisbremse sollte man einfach noch einmal hinterlegen, dass in Berlin drei Monate nach Einführung der Mietpreisbremse die Mieten um 3,5 gesunken sind. Drei Monate nach Einführung. Und dann sollen all diejenigen, die das immer wieder erzählt haben, oh, die Mietpreisbremse führt zu ganz schwierigen Situationen, sie wird dazu führen, dass die Mieten sinken. Und es ist richtig, dass die Mietpreisbremse eingeführt wird. Und es ist gut und richtig, dass die SPD dies in der Bundesregierung gemeinsam mit der CDU gemacht hat oder, wenn Sie so wollen, es gegenüber der CDU durchgesetzt hat. Und um das Ganze ist ja immerhin ein Setzpunkt, um das Ganze in einen noch größeren Zusammenhang zu stellen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank an Frau Staatsministerin Hinz, dass sie die erste Wohnungsbauministerin ist, die verlässlich zugesagt hat, und das passiert auch, wir sind ja Opposition und gucken immer genau nach, dass die Kompensationsmittel tatsächlich auch für Wohnungsbau verausgabt werden. Das war bei der Vorgängerregierung nicht der Fall. Und es ist richtig, dass seitens der Bundesregierung weitere 500 Millionen € für den Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden mit diesem Haushalt. Und damit kann die Landesregierung in Form und Inhalt machen, was sie will. Ich komme dazu, wie man es am besten macht. Also wie mein Vorschlag, ich bin ein bescheidener Mensch, wie mein Vorschlag wäre, es am besten zu machen. Wenn man diese 500 Millionen € vom Bund nimmt, macht etwa für Hessen 29 Millionen € aus und dieses aufstockt, um noch einmal ein Programm von 50 Millionen aus den eigenen Möglichkeiten, könnten wir aufgestockt um Kreditmarktmittel bei der Nassauischen Heimstätte, Sie sind ja Aufsichtsratsvorsitzende, oder bei anderen Wohnungsbaugesellschaften ein Wohnungsbauprogramm generieren, was nicht auf Darlehensmitteln beruht, sondern auf direkten Zuschüssen, roundabout 40.000 € für eine Sozialwohnung oder 20.000 € für eine Wohnung aus dem mittleren Förderweg. So, und wenn man das so macht, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann können wir mit einem solchen Programm 6.000 Wohnungen in Hessen bauen. Das wäre mal ein Wort, das wäre mal ein Schlag, und das wäre eine Initiative, die tatsächlich die Probleme, die wir haben, ernsthaft und relevant beseitigt. Deshalb unser Vorschlag. Folgen Sie dem, was wir in unseren Haushaltsanträgen aufgeschrieben haben. Dann werden wir gemeinsam das Problem lösen. Zwei letzte Bemerkungen, in denen mir verbleiben 1 Minute und 27 Sekunden. Wir müssen mit Hochdruck an der Hessischen Bauordnung arbeiten, unseren Vorstellungen nach unter dem Grundprinzip, wie können die Erstellungskosten um 5 bis 10 % reduziert werden. Ich halte es im Übrigen darüber hinaus für richtig, dass auf Bundesebene darüber diskutiert wird, eine neue Gemeinschaftsaufgabe Integration und Demografie zu entwickeln. Dann würden wir sozusagen den Fehler, der gemacht worden ist bei der Übertragung der Wohnungsfrage an die Länder, ein Stück auflösen können. Das ist eine große Chance, die wir dabei haben. Und das Dritte,
Das ist keine Grußadresse an die FDP, sondern eine Grußadresse an die Realität. Wir werden insgesamt das Problem nicht lösen, wenn wir es ausschließlich mit öffentlichen Mitteln wuppen wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen auch privates Kapital aktivieren, um das Problem zu lösen. Deshalb ist es richtig, an einem Modell zu arbeiten, degressiver Abschreibung in solchen Gebieten, die mit Wohnungsnot belastet sind. Das wäre in der Tat eine Initiative, und ich bin guter Dinge, dass ein solcher Vorschlag seitens der Bundesregierung auch noch zumindest Anfang des nächsten Jahres unterbreitet wird. Dann werden wir über die Programme, die wir vorschlagen, auch mit privatem Kapital der Wohnungsnot in unserem Land tatsächlich begegnen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Siebel. Als nächstes hat das Wort der Abg. Kollege Lenders für die Freien Demokraten. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn die Freien Demokraten in diesem Haus die Letzten sind, die sich gegen die Fehlbelegungsabgabe stellen und sagen, wir brauchen am Ende brauchen wir andere Instrumente, um der Wohnungsknappheit zu begegnen, dann ist das ein Alleinstellungsmerkmal. Das nehme ich zur Kenntnis. Früher hat die CDU da auch einmal etwas anders gedacht. Es war ja schon eingehend die Rede davon, von der Durchmischung. Frau Feldmayer hat ja gesagt, das wäre so unser Hauptargument gewesen. Das ist nicht richtig. Es ist immer ein Argument gewesen, als die Fehlbelegungsabgabe in Hessen existiert hat. Es sind vor allen Dingen Unternehmen oder Institute wie das IWO, die das immer angeführt haben. Das war nie qualifiziert, diese Aussage. Aber auch am Ende hat es uns in der Regierungsverantwortung nicht dazu bewegt. Das war nicht der Grund, warum wir gesagt haben, wir schaffen die Fehlbelegungsabgabe ab, sondern es war ganz klar, weil die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe mittlerweile die Verwaltungskosten überschritten haben. Und am Ende stand eigentlich nur noch für Frankfurt und Wiesbaden das tatsächlich an, diese Fehlbelegungsabgabe tatsächlich zu erheben. Und, meine Damen und Herren, genau das ist auch eine Situation, der wir uns jetzt auch wieder gegenübersehen. Und Sie haben einen Änderungsantrag in der letzten Ausschusssitzung dazu eingebracht. Die wird diese Situation, Kosten-Nutzen-Verhältnis, wird es nicht verbessern. Und deswegen, ich habe diesen Änderungsantrag zur Kenntnis genommen, habe mich aber gefragt, was Sie nun letztendlich tatsächlich mit der Fehlbelegungsabgabe denn erreichen wollen. Aber ich darf Ihnen mal so ein paar Zitate hier mitgeben aus der Anhörung. Da sagt der Herr Schaper vom Wohnraumbündnis Hessen, und die sind ganz unverdächtig, FDP-nahe zu sein, Zitat, wir sehen, dass die Einkommensgrenzen dort noch immer zu niedrig angesetzt sind. Eine Anhebung um etwa 20% halten wir für angemessen, damit die Einführung der Fehlbelegungsabgabe nicht Menschen mit besonders niedrigen Einkommen trifft. Genau das ist das Hauptargument von uns immer gewesen, dass es eben Menschen mit besonders niedrigem Einkommen trifft. Und jetzt ist es ja eben schon angesprochen worden. Jetzt kann man lange darüber philosophieren. Michael Siebel hat es auch angesprochen. Wenn ich die Einkommensgrenzen anhebe, Michael Siebel, dann ist es halt das Problem, dann kommt überhaupt kein Geld mehr in die Kassen. Und dann ist es ein noch deutlicherer Widerspruch zu dem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Und genau das ist das Argument, warum die Landesregierung das natürlich dann auch nicht tut. Und klar, das kann man natürlich dann auch damit argumentieren. Aber es bleibt dabei, es trifft Menschen mit besonders niedrigem Einkommen. Und was mich sehr bewegt hat, war die Aussage von der Frau Wegerich, Bauverein AG Darmstadt, die da sagt, ich muss aber sagen, die Diskussion, die hier im Laufe des Nachmittags geführt wird, ist keine akademische, sondern eine zynische. In den Ballungsgebieten wird keiner meiner Mieter die Möglichkeit haben, auszuziehen, weil seine Miete steigt. Er ist nämlich völlig richtig, das, was Vertreter des Deutschen Mieterbundes gesagt hat, die Miete, die der Betreffende nach einem Umzug auf dem freien Wohnungsmarkt zahlen müsste, ist um ein Vielfaches höher als das, was er jetzt an Fehlbelegungsabgaben zahlen müsste. Meine Damen und Herren, wenn das tatsächlich stimmt, dass die Fehlinvestitionsabgabe, wie es ja hier schon korrigiert wurde, dazu führen soll, Wohnraum freizumachen, das ist ja
Die Indikation, es wohnt jemand drin, der Michael Diebel hat es ja gut erklärt, es wohnt jemand drin, der jetzt ein erhöhtes Einkommen hat, und er soll eigentlich dazu bewegt werden, den Wohnraum zu wechseln. Doch natürlich, er wird dazu angehalten, den Wohnraum zu wechseln. Wenn das nicht ist, ist es eine Frage der Gerechtigkeit, dass er dann Mittel in die Fehlbelegungsabgabe zur Verfügung stellt, damit an anderer Stelle wieder sozialer Wohnungsbau entstehen kann. Ist das so richtig? Ja oder nein? Meine Damen und Herren, wenn es aber so ist, dass auf diesem freien Wohnungsmarkt überhaupt keine Wohnungen für denjenigen zur Verfügung stehen, wird er quasi dazu gezwungen, die Fehlbelegungsabgabe zu zahlen. Er kann dem überhaupt nicht ausweichen. Meine Damen und Herren, ich empfinde das als ungerecht. Ich will auch gerne dabei bleiben, was die Frage der Gerechtigkeit anbelangt. Weil es ist Gerechtigkeitslücke, sagt DIE LINKE. Eine Frage der Gerechtigkeit, sagt auch Michael Siebel, die SPD. Meine Damen und Herren, Gerechtigkeit, ja. Wir haben uns, als wir das abgeschafft haben, als wir die Fehlbelegungsabgabe abgeschafft haben und uns mit der Frage Kosten-Nutzen beschäftigt haben, wussten wir, dass wir in dem Moment in der Tat Menschen weder zu einer Abgabe heranziehen, die das vielleicht finanziell jetzt können, noch dass wir diese Idee dieser Fehlsubvention jetzt etwas entgegensetzen, sondern wir haben gesagt, die Zahl der Menschen, die jetzt in sozialen Wohnungen leben, die dort eigentlich nicht mehr ganz richtig sind, die ist so gering, dass wir diese Fehlsubvention hinnehmen. Das war für uns eine Frage der Gerechtigkeit, diese Menschen eben nicht dazu zu bewegen, aus ihren Wohnungen ausziehen zu müssen oder ihren Solidarbeitrag, wie man das ja vielleicht auch übersetzen kann, dann für den sozialen Wohnungsbau wieder abdrücken zu müssen. Von wem reden wir denn? Wir reden doch, das ist doch auch in der Anhörung klar herausgekommen. Es ist doch der Student, der immer noch in seiner Wohnung lebt und dann jetzt der Doktor wird und jetzt ein tolles Einkommen hat, das ist doch eine theoretische Diskussion. Wir reden von Menschen, die gerade, weil sie etwas mehr geleistet haben, vielleicht von der Arbeitslosigkeit in eine feste Anstellung gekommen sind, vielleicht in einem festen Anstellungsverhältnis jetzt etwas mehr verdienen. Meine Damen und Herren, von diesen Menschen reden wir, die so gerade etwas mehr verdienen. Denen da jetzt etwas wegzunehmen, in Anbetracht der Tatsache, dass Sie auf der einen Seite eine Milliarde zur Verfügung stellen für den sozialen Wohnungsbau. Jetzt sollen diese Menschen zu dieser 1 Milliarde aber auch noch etwas dazu beitragen. Die Kassen sind rappelvoll. Sie lassen sich permanent dafür loben. Warum Sie ausgerechnet diese Gerechtigkeitslücke, die Sie da jetzt entdeckt haben, bei Menschen, die so gerade eben sich etwas mehr dazu verdienen, das verstehe ich einfach nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Und ich will Ihnen noch einmal einen Fall zeigen. Und das sind Fälle, die ich ja selber auch erlebt habe. Menschen, die jetzt am Ende ihres Berufslebens nur endlich etwas mehr verdienen, hat etwas mit der Alterszeit zu tun, in der man in seinem Job ist, und verdienen jetzt so viel, dass sie Fehlbelegungsabgabe zahlen müssen. Denen werden Sie jetzt dann damit kommen und sagen, hier, das ist eine Frage von Gerechtigkeit. Diese Menschen sollten dann möglichst ihre Wohnung wechseln. Das sind aber Menschen, die am Ende dann vielleicht wieder in die Rente gehen. Dann hätten sie wieder Anspruch auf eine Sozialwohnung. Also, was sie hier machen, ist, dass Sie genau die Falschen treffen. Das haben Ihnen auch am Ende die Mieter und die Verbände dann auch ins Buch geschrieben. Das wollen Sie jetzt nicht wissen. Meine Damen und Herren, ich kann von daher nur sagen, wenn Sie dann auch Ihren Änderungsantrag ernst nehmen, wenn Sie also sagen, dass Sie das sogar im Prinzip ja weiter einschränken, was die Fehlbelegungsabgabe anbelangt, das wird ja, die Folge von Ihrem Änderungsantrag, dann kommt am Ende so wenig in die Kassen für die öffentliche Hand, dass sozialer Wohnungsbau nicht in nennenswerter Größenordnung damit überhaupt entstehen kann. Wenn Sie wissen, was heute eine Wohnung kostet, wenn Sie die im Rhein-Main-Gebiet bauen, wird die eine Einnahme kaum weiterhelfen. Das einzige Argument, was bei Ihnen bleibt, ist das Schließen einer Gerechtigkeitslücke. Also, ich weiß nicht, vielleicht sind die Letzten die Freien Demokraten, die noch einigermaßen ein Gefühl für Gerechtigkeit in diesem Land haben. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Das Wort hat für die Fraktion der CDU Herr Kollege Caspar. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das ist immer gut, wenn Sie meine Reden nachlesen. Da können Sie nur daraus lernen. Also freut mich, wenn Sie sagen, Sie haben die noch. Die Menschen in Hessen können sich darauf verlassen, dass diese Koalition dafür steht, dass wir uns dafür einsetzen, dass alle Menschen angemessenen Wohnraum finden. Wir haben in Hessen sehr unterschiedliche Situation. Wenn Sie beim Statistischen Landesamt nachschauen, dann werden Sie sehen, da stehen in Hessen haben wir 6,7 % Leerstand an Wohnungen. Das würde bedeuten, wir hätten etwa 200.000 Wohnungen in Hessen, die leer stehen. Jetzt gehe ich davon aus, dass aufgrund der Bewegungen der letzten Jahre und Monate die Zahlen nach unten gegangen sind. Aber wenn wir nur zur Kenntnis nehmen, dass insbesondere im ländlichen Raum über 100.000 Wohnungen auch heute sicherlich noch leer stehen, dann meine ich, ist es eine Verantwortung gegenüber den vorhandenen Ressourcen, zu sagen, auch hier muss gelten, Erhalt geht vor Neubau. Also wir müssen überlegen, ob die vorhandenen Wohnungen nicht genutzt werden können. Woran liegt es? Es liegt oft daran, dass die Infrastruktur nicht ausreichend im ländlichen Raum ist. Deswegen müssen wir hier weiter investieren, sowohl im Bereich des Straßenbaus als auch im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs. Ich glaube, dass hier die Landesregierung eine sehr gute Arbeit macht, um die Infrastruktur weiter auszubauen, um dadurch zu bewirken, dass Unternehmen sich dort ansiedeln, dass Arbeitsplätze entstehen und dass dann die Menschen sich auch dort ansiedeln, wo diese Arbeitsplätze sind. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass insbesondere im Ballungsraum es eben eine Nachfrage nach zusätzlichem Wohnraum gibt. Deswegen ist es richtig, dass die Landesregierung auch hier handelt. Frau Ministerin, Sie haben ein Programm auf den Weg gebracht, mittlerweile 1 Milliarde. Ich kenne nichts Vergleichbares, auch nicht in anderen Ländern, in anderen Bundesländern. Deswegen muss ich sagen, das ist eine hervorragende Antwort auf die aktuelle Situation, die wir am Wohnungsmarkt haben. Frau Kollegin Feldmayer hat ja vorhin in hervorragender Art und Weise schon dargelegt, wie das Gesetz gestaltet ist. Wir wollen Fehlsubventionierung abbauen. Das ist auch richtig, denn wir brauchen die Mittel für diejenigen, die die Unterstützung brauchen, und nicht für diejenigen, die die Unterstützung eben nicht mehr brauchen. Und solange wir objektgeförderte Wohnungen haben, haben wir natürlich mit jeder neu errichteten objektgeförderten Wohnung auch eine potenziell fehlbelegte Wohnung. Und deswegen ist es richtig, wenn man dieses System hat, dann eben auch die Subventionierung dann abzuschöpfen, wenn entsprechende Einkommensgrenzen überschritten sind. Ich finde, auch hier die Grenze nicht sehr hoch zu machen, ist völlig richtig. Weil wenn Sie die Grenze wie im Gesetzentwurf der LINKEN zu hoch ansetzen, dann haben Sie ja nach wie vor noch in einem großen Teil die Fehlsubventionen. Und genau die wollen wir ja abschaffen. Deswegen glaube ich, eine richtige Entscheidung, das Gesetz so aufzustellen, wie es hier vorliegt. Wir haben es auch, wie Kollegin Feldmayer richtig ausgeführt hat, angepasst vom zeitlichen Ablauf aufgrund der Wünsche der Kommunen, die dieses Gesetz ja umzusetzen haben. Auch das ist, glaube ich, eine richtige Maßnahme, die die Zustimmung des ganzen Hauses eigentlich finden sollte. Insoweit hoffe ich, dass Sie sich damit noch beschäftigen und dann auch zu dieser Meinung kommen. Wir haben insgesamt die Situation, dass wir in Hessen gut funktionierende Märkte haben. Dazu zählt, dass Büroraum ausreichend zur Verfügung gestellt ist. Dazu gehört, dass Einzelhandelsflächen ausreichend zur Verfügung gestellt sind. Und dazu gehört, dass es z.B. auch genügend Eigentumswohnungen gibt. Zumindest haben mich in diesen Bereichen noch keine Klagen erreicht. Jetzt hat der Bund die Wohnungspolitik auf die Länder übertragen, hat aber
das Mietrecht eben nicht auf die Länder übertragen. Wie jeder nachvollziehen kann, ist natürlich der große Unterschied zwischen dem Büromarkt, wo wir einen freien Markt haben und ausreichend Büroraum haben und deswegen die Mieter in einer starken Position sind, wenn sie Büroraum suchen, aufgrund der Regulierungen, die wir von der Bundesgesetzgebung her im Wohnungsmietbereich haben, die Situation, dass viele Investoren sich dort zurückgezogen haben, dass die Mittel nicht bereitstehen. Das ist insoweit ein Problem, weil der große Investor für den Mietwohnungsmarkt früher in Deutschland die Versicherungswirtschaft war. Wenn Sie heute mit Vertretern der Versicherungswirtschaft sprechen, warum die ihre Mittel, und die haben ganz erheblichen Anlagebedarf, nicht im Mietwohnungsbau investieren, dann sagen die Ihnen, das sind natürlich die vielen mietrechtlichen Regelungen, die wir dort haben. Selbst Versicherungsgesellschaften, die es in Deutschland nicht machen, machen das z. B. in anderen Ländern wie in der Schweiz, wo die Versicherungswirtschaft nach wie vor sehr stark im Mietwohnungsbereich engagiert ist. Aber das sind eben Dinge, die können wir als Land nicht ändern, sondern das ist Bundesgesetzgebung. Im Rahmen der Dinge, die wir nun einmal haben, ist es erforderlich, dass wir alles tun müssen, um gleichwohl die Versorgung der Menschen mit günstigem Wohnraum auch im Ballungsraum zu versorgen und sicherzustellen. Das machen wir mit einer Vielzahl von Programmen. Ich habe das Volumen insgesamt eben genannt. Und eines dieser Bausteine ist eben auch, dass wir im Rahmen der Subvention, die dort notwendig ist, aufgrund der gesetzlichen oder bundesgesetzlichen Lage, dass wir aber eben dann auch diejenigen, die subventioniert werden, obwohl sie mittlerweile aus Einkommensgrenzen herausgewachsen sind, die sie ursprünglich berechtigt haben, die Wohnung zu beziehen, sagen, dann müsst ihr aber einen Teil dieses Vorteils abgeben. Und es stimmt eben nicht, wie hier erwähnt worden ist, dass dann bei der Sozialmiete, die derjenige zu zahlen hat, der in einer öffentlich geförderten Wohnung ist, plus der Fehlbelegungsabgabe es dazu kommen kann, dass dann die ortsübliche Vergleichsmiete überschritten wird, weil dieser Gesetzentwurf eben gerade vorsieht, im Vergleich zu alten Regelungen, die wir einmal hatten, wo es pauschale Aufschläge gab, dass wir diese Grenze eingeführt haben, um genau eben das zu vermeiden. Das heißt, derjenige, der in einer Wohnung ist, wird trotz der Fehlbelegungsabgabe immer noch unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Deswegen wird es, glaube ich, auch nicht aus finanziellen Gründen einen Grund geben, dass derjenige dann sagt, jetzt ziehe ich aus. Natürlich kann es sein, dass es viele andere Gründe gibt und dann eben eine solche finanzielle Mehrbelastung zu einer solchen Entscheidung führt. Das mag sein, ist aber nicht beabsichtigt. Der positive Effekt eines solchen Verhaltens wäre allerdings, dass dann wieder eine öffentlich geförderte Wohnung frei wird und damit einem Menschen zur Verfügung steht oder Menschen zur Verfügung steht, die dann aufgrund ihrer Einkommensverhältnisse solche Wohnungen auch brauchen. Aber das ist nicht die Zielsetzung dieses Gesetzes. Alles in allem kann ich feststellen, dass dies ein wichtiger Teil unserer Wohnungspolitik ist. Solange wie es den objektgeförderten Wohnungsbau gibt, brauchen wir diese Ausgleichskomponente. Wir setzen sie jetzt ein, und ich glaube, wir setzen sie in einer Form ein, dass sie auch eine große Zustimmung auf der kommunalen Seite findet. Ein Gesetz, das wir jetzt auf den Weg gebracht haben. Herr Schaus hat noch kritisiert, wir hätten das zu spät gemacht. Also, wenn wir ein solches Gesetz in der Qualität gemacht hätten, wie Sie es vorgelegt haben, dann hätte die Zeit, die Sie gebraucht haben, auch gereicht. Aber dieses Gesetz ist unpraktikabel, es ist handwerklich schlecht gemacht, und es nimmt überhaupt nicht zur Kenntnis, dass wir eine völlig veränderte Rechtslage zur Situation bis zum Jahr 2011 haben, weil damals hat die Fehlbelegungsabgabenverordnung gefußt auf einer Bundesgesetzgebung. Zwischenzeitlich haben wir ein eigenes Gesetz. Und insoweit war natürlich die Gesetzgebung in der Frage eine Voraussetzung, um die Verordnung machen zu können. Deswegen geht auch diese Kritik von Herrn Schaus völlig ins Leere. Meine Damen und Herren, es ist ein gutes Gesetz. Wir haben einen Änderungsantrag, um die Dinge aufzunehmen, die noch in der Anhörung uns mitgeteilt wurden.
Wenn Sie alle dem zustimmen, dann glaube ich, geht es auch in der Wohnungspolitik wieder einen Schritt weiter, um sicherzustellen, dass alle Menschen in Hessen angemessenen Wohnraum haben werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Caspar. Jetzt spricht für die Landesregierung Frau Staatsministerin Hinz. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich sehr, dass das Gesetz heute verabschiedet wird, denn die Fehlbelegungsabgabe ist ein weiteres wichtiges Instrument unserer Wohnungspolitik. Ich halte sehr viel davon, dass Menschen unterstützt werden vom Staat, wenn sie selber nicht genügend Einkommen haben, um sich eine frei finanzierte Wohnung zu leisten. Und wir wissen, dass das gerade im Ballungsraum der Fall ist. Also, da haben wir besondere Herausforderungen. Aber es ist richtig, dass dies eine Subventionierung mit öffentlichen Mitteln ist. Deswegen halte ich es auch für folgerichtig, dass Menschen, die Gott sei Dank über eine gewisse Einkommensgrenze dann hinaus wieder mehr verdienen, einen Teil dieser Subventionierung nicht mehr in Anspruch nehmen. Auch dieses ist im Sinne sozialer Gerechtigkeit richtig. Das bedeutet aber nicht, dass die Leute aus dieser Wohnung ausziehen müssen. Es soll nicht um Verdrängung gehen, sondern darum, dass eben das Geld, das öffentliche Geld, vor allen Dingen denen zugutekommt, die dieser Mittel bedürfen. Und wir gehen ja zurückhaltend vor bei der Fehlbelegungsabgabe. In 4 Stufen wird die Miete angehoben und erst ab einer Höhe von 20% über der Einkommensgrenze beginnt die Fehlbelegungsabgabe und dann nur in Höhe von 30% der Differenz zur örtlichen Vergleichsmiete. Und dann geht das in weiteren Stufen hoch. Das heißt, nach und nach kann erhöht werden, je nachdem, wie sich das Einkommen erhöht. Ich halte das für sozial gerecht. Und wir haben extra ein Gutachten in Auftrag gegeben, um dieses auch zu fundieren, und haben nicht einfach ein altes Gesetz abgeschrieben, wie die Linken, Herr Kollege Schaus. Also, da hätte ich es mir auch einfach machen können. Ja? Aber dieses Gesetz von Ihnen würde überhaupt nicht funktionieren, weder weil es eben einfach abgeschrieben ist, noch mit den 50%, noch mit den 50% über den Einkommensgrenzen, weil da würden nämlich die Städte überhaupt nichts einnehmen, um dann wieder in den sozialen Wohnungsbau zu investieren. Und die Verwaltungskostenpauschale haben Sie zu hoch angesetzt. Also, da würden die Städte eigentlich doppelt draufzahlen. Dann lässt man so ein Gesetz besser. Wir haben auch die Städte und Gemeinden frühzeitig eingebunden bei der Erstellung des Gesetzentwurfs. Der Städtetag ist auch voll einverstanden. Die Städte, die bei der Anhörung da waren, ebenfalls. Der Landkreistag hat ebenfalls kein Problem mit diesem Gesetz. Der Städte- und Gemeindebund, und das ist der Punkt, über den wir ja auch diskutieren, der Städte- und Gemeindebund hätte die Gesetzesausführung lieber dem Landkreistag oder den Landkreisen übertragen. Die Landkreise wollten das aber nicht. Deswegen haben wir entschieden, und so steht es im Gesetz, dass die Kommunen sich zusammenschließen können, um dann gemeinsam eine Kommune sozusagen verantwortlich zu machen für die Verwaltung der Fehlbelegungsabgabe, und diese bekommt einen erhöhten Verwaltungsaufwand vergütet. In dem Sinne ist das auch interkommunale Zusammenarbeit. Aber wir können den Kommunen nicht freistellen, zu sagen, die einen nehmen Fehlbelegungsabgabe und die anderen nicht. Das ist verfassungsrechtlich nicht möglich.
weil entweder man subventioniert, und dann muss man aber nach gleichen Kriterien subventionieren, oder man nimmt sie zurück. Das geht auch nur nach gleichen Kriterien. Aber Städte können sich nicht aussuchen, ob sie Subventionierung weitergeben oder nicht an die örtliche Bevölkerung. Ich glaube, dass wir einen fundierten Gesetzentwurf hier vorgelegt haben, der auch den Realitäten standhalten wird. Die Fehlbelegungsabgabe, und das hat auch die Anhörung gezeigt, trägt nicht dazu bei, dass es eine soziale Entmischung geben wird. Herr Siebel hat ja schon darauf hingewiesen, dass es lediglich eine Untersuchung damals über die Nassauische Heimstätte, aus der hervorging, da ist nichts passiert. Und auch die Städte, die ja bis vor zwei Jahren die Fehlbelegungsabgaben, bis vor drei, erhoben haben, können dieses nicht bestätigen. Und umso wichtiger war uns auch, in diesen Stufen vorzugehen. Das heißt, kein Mensch muss ausziehen, weil Fehlbelegungsabgabe erhoben wird. Aber die Städte und Kommunen erhalten zusätzliches Geld aus der Fehlbelegung, um zusätzlichen sozialen Wohnraum zu schaffen. Und das ist doch das eigentliche Thema, um das es auch geht. Wir brauchen mehr Wohnraum für die Menschen, die Unterstützung brauchen. Und natürlich sind diese 1 Milliarde wunderbar, die ich als Ministerin verausgaben kann für soziale Wohnraumförderung. Aber es ist auch sinnvoll, die Kommunen da zu unterstützen, wo sie für sich auch noch mehr tun können, und das ist eben über dieses Gesetz jetzt möglich. Wir haben das Wohnraumfördergesetz, weil wir ja mehrere Bausteine jetzt übereinander gestapelt haben, sozusagen, um die Wohnungspolitik aus einem Guss zu machen. Wir haben das Wohnraumfördergesetz so geändert, dass auch Familien und Singles mittleren Einkommens die soziale Wohnraumförderung in Anspruch nehmen können. Das ist besonders wichtig im Ballungsraum. Die Stadt Frankfurt kann z. B. ihr Mittelstandsprogramm mit dem des Landes kombinieren und damit auch zusätzlichen Wohnraum noch über das hinaus schaffen, was wir an Unterstützung der Stadt Frankfurt geben. Wir haben die Kappungsgrenze eingeführt. Die Mietpreisbremse wird jetzt in Kraft gesetzt. Die Kündigungssperrfristverordnung wurde aktualisiert und um weitere 5 Jahre verlängert. All das sind wesentliche Komponenten, um die Wohnungsbaupolitik und die soziale Wohnungspolitik in Hessen voranzubringen. Ich bin froh, dass der Bund sich jetzt auch wieder beteiligt an dem Thema Wohnungsförderung mit den Kompensationsmitteln oder mit dem 500-Millionen-Programm, das die Bundesregierung in Aussicht gestellt hat. Diese 29 Millionen €, die wir in Hessen darüber generieren, werden wir natürlich für die Wohnungspolitik einsetzen. Und wir werden daraus auch Tilgungszuschüsse wieder leisten können. Dies ist unsere Planung. Herr Kollege Siebel, wenn Sie uns da unterstützen, bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich fände es auch klasse, wenn Sie das Gesetz jetzt hier unterstützen würden, weil ich nehme an, ich habe Ihre Irritationen bezüglich der Kommunen vollständig ausgeräumt. Und Sie müssen sich nicht nur enthalten, sondern können dem Gesetz jetzt auch frohen Mutes zustimmen. Ich halte es aber darüber hinaus auch für notwendig, dass die steuerlichen Anreize, die die Bundesregierung in Aussicht gestellt hat, um auch private Investoren zu beteiligen an Wohnungsbau, jetzt ebenfalls demnächst auf den Weg gebracht werden. Denn es ist richtig, dass wir nicht nur auf die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften zurückgreifen können. Wir brauchen auch die privaten Investoren, die zusätzlich investieren. Wir brauchen Wohnungsbaupolitik auf breiter Front.
Ein allerletzter Punkt, bevor meine 10 Minuten rum sind. Die Allianz für Wohnen und die Arbeitsgruppe Wohnen aus dem Asylkonvent beraten ja auch, wie wir die Wohnungspolitik in Hessen noch weiter verbessern können. Das 230-Millionen-Programm für die Kommunen wurde dort auch schon besprochen im Hinblick auf die Förderrichtlinien. Ich bin da ganz optimistisch, dass wir darüber hinaus auch die Fragen der Bauordnung, auch die Frage der Mobilisierung von weiteren Grundstücken ebenfalls erfolgreich beraten. Und dann können wir im nächsten Jahr weitere Meilensteine auf den Weg bringen im Hinblick auf eine erfolgreiche Wohnungspolitik in Hessen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Ministerin. Das Wort hat für die Fraktion der SPD Frau Kollegin Barth. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Lenders, ich möchte noch einmal auf Sie eingehen. Habe ich Sie richtig verstanden? Die FDP will Menschen subventionieren, die es gar nicht mehr nötig haben. Da habe ich Ihre Partei bisher anders verstanden. Wir sind schon der Meinung, wer das Glück hat, seine Lebenssituation zu verbessern und aber in einer subventionierten Wohnung wohnen bleiben möchte oder auch muss, weil anderer Wohnraum nicht vorhanden ist, der kann dann aber auch eine Mieterhöhung verkraften. Sie haben gesagt, da würde ja kaum etwas bei rumkommen. Bis zum Jahr 2011 haben wir ja die Fehlbelegungsabgabe erhoben, auch in meiner Heimatstadt Bad Homburg. Und wir haben dort zwischen 80.000 und 110.000 € pro Jahr. Und das sind ja die Verwaltungskosten, die auch zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe abzuziehen sind, schon mit dabei eingenommen. Also für uns sind das keine Peanuts. Und wenn ich das jetzt einmal hochrechne auf eine gut 10- bis 12-mal größere Stadt wie Frankfurt, dann dürften das durchaus 800.000 € sein. Und auch das ist ein wichtiger Beitrag. Und wir freuen uns darauf, die Fehlbelegungsabgabe schon wieder einführen zu dürfen. Wir von der SPD sind bereit, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Situation auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern. Und dazu ist auch die Fehlbelegungsabgabe ein wichtiger Beitrag. Eine Bemerkung in diesem Zusammenhang möchte ich noch zu dem machen, was Sie gestern in den Haushaltsberatungen gesagt haben. Wir würden mit unseren regulierenden Instrumenten, Sie haben unter anderem die Mietpreisbremse genannt, den Wohnungsbau einschränken oder abwürgen. Ich glaube, so haben Sie sich ausgedrückt. Nach unserer Beobachtung ist es doch so, ein Teil des Wohnungsmarkts boomt, nämlich der hochpreisige. Lofts und Wohntürme in Frankfurt, die Flucht im Betongold, haben wir im kompletten Rhein-Main-Gebiet. Da brauchen Sie keine Anreize schaffen, und da würgen Sie auch ganz sicher nichts ab. Aber ein Segment des Wohnungsmarkts, das dringend Unterstützung bedarf, weil hier einfach nicht genügend Angebot vorhanden ist, ist eben Wohnraum für Menschen, die nicht so viel dafür zahlen können. Und deshalb werden wir uns auch weiterhin für Instrumente wie die Mietpreisbremse, wie die Fehlbelegungsabgabe, wir hätten uns auch mehr Ausgaben für den geförderten Wohnungsbau im Rahmen des Haushalts gewünscht. Wir wünschen uns noch eine Milieuschutzsatzung, dass hierzu noch ein Gesetz kommen wird. Dafür werden wir uns weiter einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Kollegin Barth, das Wort hat dann für die Freien Demokraten Herr Abg. Lenders. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen! Sie gestatten, es wird keine dritte Lesung geben, dass man aber dann zumindest einmal ausführlich über diesen Gesetzentwurf diskutiert. Frau Kollegin, also Ihre Aussage zeugt eigentlich nur davon, dass Sie mit einem Klischee im Kopf auf Freie Demokraten reagieren, was Sie einfach einmal überprüfen sollten. Wenn das hier Vertreter von Mieterverbänden gehört hätten, wenn das
Mieter gehört hätten in sozialen Wohnungsbau, die jetzt dann die Fehlbelegungsabgabe zahlen müssen, die wären wahrscheinlich vom Donner gerührt gewesen, wenn eine Sozialdemokratin so einen Spruch hier macht. Also welches Bild sie eigentlich von diesen Menschen zeichnen, die alle keine Subventionen mehr brauchen, als wenn der Staat denen Tausende von Euro hinterherwirft. Das sind ja die quasi böse Kapitalisten, die nur darauf warten, Subventionen abzugreifen. Mein Gott, welches Bild zeichnen Sie eigentlich von diesen Menschen? Aber lassen wir es einmal dabei. Ich frage mich nur nach den Aussagen auch von der Staatsministerin. Das heißt also übersetzt, es soll ja gar keiner ausziehen, ist ja gar nicht gewollt. Das heißt also nichts anderes als übersetzt, Menschen mit kleinem Einkommen, die etwas über diese Grenzen hinaus wachsen, um diese Menschen reden wir, die sollen jetzt dazu herangezogen werden, ihren Nachbarn, da wo ansonsten ich sag mal, kein günstiger Wohnraum zur Verfügung steht, die sollen jetzt herangezogen werden und dann ihren Beitrag dazu leisten, dass ihre Nachbarn auch noch günstig wohnen können. Meine Damen und Herren, Frau Barth hat es eben gesagt, 800.000 € in der Stadt Frankfurt. Wissen Sie eigentlich, was Sie mit 800.000 € in der Stadt Frankfurt erreichen können? Nichts können Sie damit erreichen. Nichts können Sie damit erreichen. Das heißt also, Sie packen halt also einen obligatorischen Symbolwert oben drauf, weil Sie eine Gerechtigkeitslücke schließen wollen. Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt die Staatsministerin hat es gemacht, die Vorredner haben es gemacht. Ich frage mich dann, Sie haben das breite Instrument des Wohnungsbaupolitik hier immer diskutiert. Ich frage mich an die Richtung der Fraktion der GRÜNEN. Warum haben Sie denn unseren Antrag nicht mit aufrufen wollen, wenn das doch ohnehin Gegenstand permanenter Diskussion ist? Ich finde, das war dann ein relativ kleines Karo. Aber davon mal abgesehen, was wir uns alle fragen müssen, ist ja, wenn das alles richtig ist, selbst die LINKE, wo Sie jetzt den Ministerpräsidenten in Thüringen stellt, oder in Baden-Württemberg, gibt es keine Fehlbelegungsabgabe mehr. Meine Damen und Herren, 2008 hat Baden-Württemberg die Fehlbelegungsabgabe abgeschafft. Hessen mit uns war das letzte Bundesland, das die Fehlbelegungsabgabe überhaupt erhoben hat. Wir hatten sie abgeschafft. Sie führen sie wieder ein. Diskutieren Sie das mit den Mieterinnen und Mietern. Ich bin auf der Seite von den kleinen Einkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Das Wort hat noch einmal Herr Kollege Caspar für die CDU-Fraktion. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe mich noch einmal gemeldet, weil die Kollegin Barth hier erklärt hat, der Gesetzgeber müsste jetzt noch Milieuschutzsatzungen einführen. Ich darf Sie informieren, dass Milieuschutzsatzung eine kommunale Sache ist. Und insoweit der Gesetzgeber dort nichts machen kann, sondern Milieuschutzsatzungen können momentan schon von Kommunen gemacht werden. Zum Beispiel macht das die Stadt Frankfurt. Ob alle Regelungen in den Milieuschutzsatzungen sinnvoll sind, muss dann auch die einzelne Kommune entscheiden, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Investitionen, die wir ja erwünschen. Aber hier sehe ich nicht den Gesetzgeber am Zuge. Vielen Dank, Herr Kollege Caspar. Damit liegen mir keine Wortmeldungen mehr vor, und wir kommen zu den Abstimmungen. Wir stimmen zuerst ab über den älteren Gesetzentwurf, den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zum Abbau der Fehlsubvention im Wohnungswesen, Drucksache 19/629. Wer diesem Gesetzentwurf in zweiter Lesung zustimmen will, den darf ich um das Handzeichen bitten. Das ist die Fraktion DIE LINKE. Die Fraktion DIE LINKE, sonst niemand. Sehe ich das richtig, Herr Kollege Bocklet? War nur eine Bewegung. Ja, gut, danke. Wer stimmt gegen den Gesetzentwurf? Das ist der Rest des Hauses, soweit ich das sehe. Enthaltungen vorsorglich? Keine Enthaltungen. Dann ist der Gesetzentwurf mit den Stimmen der LINKEN, Zustimmung der LINKEN und gegen die Stimmen des Hauses im Übrigen abgelehnt. Wir kommen dann zunächst über die Abstimmung zu dem Änderungsantrag der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 19
21-62. Wer diesem Änderungsantrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, GRÜNEN, SPD und LINKEN. Wer stimmt gegen den Änderungsantrag? Die Fraktion der Freien Demokraten. Damit ist der Änderungsantrag angenommen, und wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 19-2564, für ein Gesetz über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen Wohnraumförderung in der Fassung bzw. unter Berücksichtigung des Änderungsantrags, über den wir gerade abgestimmt haben, Drucksache 19-2564. Wer diesem Gesetzentwurf in der geänderten Fassung in zweiter Lesung zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und GRÜNEN. Wer stimmt gegen den Gesetzentwurf? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Wer enthält sich? Das sind die Fraktionen von SPD und DIE LINKE. Damit ist der Gesetzentwurf mit der genannten Mehrheit der Koalition aus CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN beschlossen und somit zum Gesetz erhoben. Meine Damen und Herren, noch eingegangen ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Solidarität mit Flüchtlingen, Maßnahmen umsetzen, Drucksache 19-2703. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Top 85 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit den Tagesordnungspunkten 80, 49 und 82 zu diesem Thema aufgerufen werden. Auch da gibt es keinen Widerspruch. Weiterhin eingegangen ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend sorgfältige Einzelfallprüfung auch für Flüchtlinge aus Afghanistan, Drucksache 19-2704. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Top 86 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit den Tagesordnungspunkten 80, 49 und 82 zu diesem Thema aufgerufen worden. Es gibt keinen Widerspruch, dann wird so verfahren.